Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 519 und damit auch die erste Folge in der Saison 23/24. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin. Jupp, jupp, hallo. Und der Basti. Gute und Grüße, meine lieben Freunde. Ja, da sind wir wieder. Wir starten dieses Mal ein bisschen später in die Saison rein, haben die Sommerpause ein bisschen verlängert und haben gerade eben schon festgestellt, die Sommerpause bekommt man nicht. Ich muss erstmal hier Kabel suchen. Dafür haben wir heute ein riesiges Paket an Themen, über die wir sprechen wollen. Möchten aber zum Anfang nochmal darauf hinweisen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unterstützen könnt, auch in dieser Saison. Wie ihr ja vielleicht wisst, wenn ihr hier schon länger dabei seid, sind wir quasi nahezu komplett durch Hörerinnen und Hörerspenden finanziert. Und ja, wenn ihr dazugehören wollt, dann schaut ihr mal auf unserer Seite eintracht-podcast.de vorbei. Da findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr uns bewerten könnt, Feedback geben könnt, sodass dann vielleicht auch der ein oder andere uns noch in den einschlägigen Podcast-Plattformen findet. Und da findet ihr auch alle Links zu den laufenden Sendungen und auch ältere Sendungen, falls ihr da mal reinhören wollt. So, und jetzt müssen wir mal hier über Transfers, glaube ich, als erstes sprechen, oder Marvin? Du wolltest hier mal drüber sprechen, dass die Eintracht irgendwie der neue Champions-League-Aspirant ist und hier irgendwie die halben Ligen leer kauft, oder wie war das? Nein, da hast du natürlich heillos übertrieben, aber spannend ist natürlich schon, dass wir einen ganz schön krassen Transfersommer jetzt schon hinter uns haben. Ne? Also die Eintracht, da ist sehr, sehr unterwegs auf dem Transfermarkt. Also wenn wir uns angucken, warte mal, ich muss mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Abgänge bislang. Ja. Viel mehr Zugänge, auch wenn natürlich so ein paar jüngere Kollegen, Kolleginnen noch dabei sind. Aber die Eintracht ist viel am Investieren, aber gleichzeitig wird der ein oder andere auch wegtransferiert. Wir hatten zuletzt ja Djibril Sow, der dann auch roundabout 10 Millionen gebracht hat. Diandra May, der ein oder andere mag sich erinnern, das ist ein Ersatztorhüter der Eintracht gewesen, hat sage und schreibe 8 Millionen gebracht, Ablöse, jetzt zu Ajax Amsterdam gewechselt. Also da kommt das Geld rein, was aber, muss ich auch sagen, natürlich auch ordentlich wieder ausgegeben wird. Und ich glaube, da ist eine ganz schöne Kaderumformung gerade im Gang. Ja, Ramay fand ich deswegen auch spannend, weil ich glaube, wir haben damals eine knappe Million für den bezahlt. Eine bis anderthalb, irgendwie sowas um den Dreh. Also da haben wir, glaube ich, ganz gut Geld gemacht, auch dafür, dass er überhaupt nicht gespielt hat. Ja, und so, da gibt es ja, soll es ja sogar Menschen geben, die sich für Fußballprofis halten, die behauptet haben, für den Menschen gäbe es keinen Markt. Also von daher hat sich gezeigt, dem ist nicht so. Das ist absolut richtig. Das ist absolut richtig. Ja, lass mal vielleicht auf die Zugänge gucken. Wir haben einen William Pacho, der ja schon länger feststand. Wir haben einen Hugo Larsson. Wir haben Ebimbe und Knauf fest verpflichtet. Wir haben Jessic Nankam. Wir haben Philipp Max dann fest verpflichtet. Wir haben jetzt ganz, ich glaube heute oder gestern, wurde veröffentlicht, dass Collins, ein aufstrebendes Nachwuchstalent, jetzt vom BVB verpflichtet wurde. Wir haben Koch ausgeliehen, wir haben Skiri Mamouche ablösefrei bekommen. Also da sind auch ein paar, glaube ich, ja durchaus interessante Spieler dabei. Wer von denen, die jetzt dazugekommen sind, ist denn so der Transfer, der euch am meisten begeistert hat? Ich frage jetzt mal Basti, aber ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Skiri natürlich. Ja, hätte ich erwartet. Warum? Weil das ein Zeichen war für die Entwicklung der Eintracht. Also so ein Spieler, einen der besten Sechser der letzten Saison ablösefrei zu bekommen, wäre in den letzten Jahren, glaube ich, nicht möglich gewesen. Selbst als wir schon in aufstrebenden Phasen waren. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, wo das alles angefangen hat. Und dass es Zeiten gab, wo Schalke 04 uns Omar Mascarell wegholen konnte und so weiter und so fort. Und immer wieder, ja, alle Spieler gegangen sind. Und jetzt hast du plötzlich mal einen Spieler geholt vom FC Köln, der eigentlich auch vor ein paar Jahren noch auf Augenhöhe mit dir war. Erinnert euch an die Stöger-Schmadtke-Saison, wo die im Europapokal rumgemacht haben. Und du kannst ihn wie selbstverständlich einen Spieler wegholen, weil du dem eine bessere Perspektive bieten kannst. Also das ist schon krass gewesen, weil Skiri jemand war, der mit Sicherheit andere Optionen gehabt hätte. Aber ich glaube, ähnlich wie Naby Keita bei Bremen, wollte er, glaube ich, wissen, dass er eine wichtige Rolle spielt. Und das kann er bei uns tun. Und wenn man ihn in Testspielen schon sieht und im Training, der ist jetzt schon wirklich, wirklich weit integriert in diese Mannschaft und auch schon ein bisschen der Taktgeber. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall der offensichtliche. Aber mein Geheimtipp bleibt Omar Mamouche, weil der mir aus den Wolfsburg-Spielen in Erinnerung ist. Und das heißt schon was, wenn mir Wolfsburg-Spiele überhaupt in Erinnerung sind.
weil der immer eklig am Abseits stand und immer unglaublich viel Tiefe ins Spiel gebracht hat und auch gegen uns getroffen hat. Deswegen, da sind schon sehr, sehr viele Spieler dabei, die zumindest Fantasie übrig lassen, dass es geil werden könnte. Und wenn so diese Transferarithmetik, die ich immer im Kopf habe, so 50-50 funktioniert, dann ist die Hälfte von den Spielern wahrscheinlich auch wirklich geil. Marvin, was ist dein Lieblingstransfer oder dein meist begeisterter Transfer? Tja, ursprünglich war ich sehr begeistert bezüglich Robin Koch, dass der den Weg an den Main gefunden hat. Muss aber sagen, dass der jetzt von ständigen kleineren Verletzungen ja durchaus geplagt war, noch nicht so richtig in dieses Spiel reingekommen ist. Deswegen müssen wir mal abwarten. Ist für mich aber trotzdem ein Spieler, der einen Haufen Potenzial mitbringt und auch für die Innenverteidigung, die er in der letzten Saison durchaus geschwächelt hat, muss man sagen. Ein sehr, sehr wichtiger Transfer ist. Ich hoffe, er kann sich dementsprechend durchsetzen. Sieht sehr nach einem Sympathieträger jetzt schon aus, aber ansonsten kann ich noch sagen, dass mein Dark Horse Jessic Nankam ist, bei dem ich echt Bock habe, den öfter zu sehen. Was ein Watz, würde ich im Wrestling-Kontext behaupten. ganz schönes Tier, hat Bock, ist mit einer Sturmgewaltigkeit dort auf dem Platz unterwegs und das macht mir große Freude, dem zuzusehen. Wenn jetzt das Tore schießen sich einstellt, was ja bei der Eintracht auch in der Trainingsphase und auch in der Vorbereitungsphase ein bisschen noch rar gesät war, dann kann ich mir da richtig viel gut vorstellen. Also dementsprechend, das sind so meine zwei. Aber René, wen hast du denn auf dem Zettel oder stimmst du irgendjemandem hier zu? Ich stimme Basti zu. Ich finde, Skiri war so der Transfer, den ich wo ich mich am meisten drüber gefreut habe, aus den gleichen Gründen, wie Basti sie schon aufgeführt hat, auch mit dem Blick drauf, dass wir ja bisher auf der Position in Rode haben, wo wir ja jede Saison immer wieder sagen, naja, wie viele Spiele kann er machen? Am Ende macht er dann doch deutlich mehr Spiele, als man irgendwie schätzt. Aber er hat ja jetzt dann auch bekannt gegeben, dass er seine Karriere nach dieser Saison beenden wird. Von daher war es für mich einfach wichtig, da jemanden zu haben, wo wir einfach sagen können, den können wir 1:1 einfach reinsetzen und wir merken halt gleich irgendwas davon auf dem Platz. Auch weil ich ähnlich wie Basti davon ausgegangen bin, dass So den Verein verlässt. Von daher war es für mich einfach wichtig, dass wir da jemanden bekommen, den wir, wie gesagt, direkt irgendwie einsetzen können. Wenn ich in deiner Logik bleibe mit dem Dark Horse, dann wäre das bei mir tatsächlich Collins, wobei der jetzt nicht in dieser Saison wahrscheinlich irgendwie einen Impact haben wird, sondern ich glaube eher so für die Zukunft. Das ist so ein klassischer Transfer für die Zukunft, aber was man so hört und liest, scheint es auch so ein Spieler zu sein, der unwahrscheinlich viel Potenzial hat. Also wenn wir den irgendwie ein paar Jahre bei der Eintracht halten können und wenn der auch jetzt vielleicht irgendwo, ich vermute mal, er wird verliehen werden, dann irgendwo Spielzeit bekommt, dann könnte da halt ein richtig geiler Innenverteidiger draus werden. Also da hätte ich Bock drauf, dass da einfach der in 2 Jahren hier Stamm spielt und das dann richtig geil wird. Ich habe auch gelesen, dass man den verleihen will. Ich würde den gar nicht verleihen, ehrlich gesagt. Ja. Ich habe es auch nicht verstanden. So weit ist er doch gar nicht weg von der Mannschaft. Ist er absolut nicht. Ich glaube halt einfach, er braucht regelmäßige Spielzeit. Aber er ist natürlich halt auch auf einer Position, wo wir eigentlich sowieso ein bisschen dünn besetzt sind. Also es ist wahrscheinlich so ein 50-50-Ding. Verleihst du ihn jetzt irgendwo hin und garantierst ihm halt einfach Spielzeit? Oder behältst du ihn hier, weil du davon ausgehst, dass du ihn relativ früh auch vielleicht mit doppelt, dreifach Belastung als Backup brauchst? Ich glaube, das ist halt einfach so ein 50-50-Ding und sie gehen halt auf Nummer sicher an der Stelle wegen Spielzeit. Ja, aber es ist halt wirklich trotzdem der Punkt, den Basti angesprochen hat. Du hast 3 nominelle Innenverteidiger, die ganz klar vor ihm sind. Das ist Robin Koch, das ist ein Tutor, das ist ein Pacho. Dann ist es natürlich so, klar, Smolcic, der hat... Genau, Smolcic in der letzten Zeit aber wenig gehört. Ist ja auch noch sau jung mit 22 Jahren. Dann hast du den ewig jungen Makoto Hasebe, der aber mit seinen 39 vielleicht auch nicht mehr derjenige ist, der erste Go-To-Guy sein sollte. So, und dann wie kommt gesagt, er schon. Und dann kommt er schon. Dann kommt ja sonst keiner mehr. Ja, eben. Nee, das ist doch so, im Endeffekt, ganz ehrlich, wenn wir den Kader durchgehen, du hast Trapp im Tor, du hast Kral auf der 2, so ist abgehakt. Ja. Ich glaube, da brauchen wir Gott sei Dank und ganz ehrlich, viel Dankbarkeit spüre ich da nicht drüber, das zu diskutieren, weil ich glaube, Torhüterpositionen sind heute gar nicht so leicht zu besetzen, wie es vielleicht in der Vergangenheit mal war. Das zeigt ja auch der Ramay-Transfer zu Ajax, dass du da Fantasie haben musst, um deine Nummer 1 zu finden. Ja. Die Bayern können ein Lied von singen. Es gibt sehr, sehr viele Vereine, die da strugglen, was Torhüter betrifft. Da Stuttgart leiht Nübel aus, der eigentlich zu teuer für sie ist und der will aber auch irgendwie wieder
in Gang kommen. Also es ist tatsächlich auch eine komplizierte Position, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. So, da sind wir gut aufgestellt. So, und dann hat Marvin es aufgezählt. Also die, ich glaube, dass die Startelf zumindest in der Verteidigung gegen Nottingham diejenige sein wird, die auch geplant ist. Du hast Koch in der Mitte, links Pacho und rechts Tutor. So, und dann ist es ja genau so, dass Smolcic ist offensichtlich aufgrund seiner Linksfußheit der Ersatz für Pacho. So, dann hast du den Ersatz für Hasebe, den Ersatz für Koch ist Hasebe in der Zentrale. Ja. So, und wer ist der Ersatz für Tutor? Das müsste eigentlich er sein, meiner Meinung nach. Vielleicht planen die da mit Jakic. Vielleicht wollen die auch das machen, was René gesagt hat, dass er Spielpraxis braucht. So ein bisschen ja, hier Matanovic-Vibes, weil da wird auch wie selbstverständlich getan, ja klar, den musst du verleihen. Und dann gucke ich aber und denke mir, yo, aber wer ist denn noch Mittelstürmer in diesem Kader? Ja, nicht Mittelstürmer, sondern du meinst Innenverteidiger. Nein, weil Matanovic Mittelstürmer. Ach so, das meintest du. Ja, okay, ja, ja. Ja. Keine Ahnung. Am Ende sind wir nicht nah genug dran, was diese Planung betrifft. Und wahrscheinlich wird es auch vernünftiger sein, ihn zu verleihen, damit er vielleicht so in ein, zwei Jahren den Impact geben kann, den man sich erhofft. Aber ja, ehrlich ich verstehe deinen Punkt. Also das ist dann auch wieder so ein bisschen davon, welches System du spielen willst. Und ich würde jetzt einfach mal sehr stark davon ausgehen, wir werden auch diese Saison wieder diese Dreierkette sehen. Und dann bist du halt mit drei A-Innenverteidigern und dann quasi nur zwei Backup-Innenverteidigern bist du halt eigentlich zu dünn besetzt, weil du ja schon davon ausgehen musst, dass du auch doch wieder einige englische Wochen haben wirst. Und weil du, wie Marvin gesagt hat, mit Smolcic jemanden hast, wo man auch nicht weiß. Also ich wollte gerade sagen, und Smolcic ist so der, wo ich eigentlich im letzten Jahr große Hoffnungen drauf hatte und die konnte er da schon irgendwie nicht umsetzen. Dann hatte er diese Verletzung noch. Also das ist auch so ein Spieler, wo man irgendwie 1 bis 5 Fragezeichen dran machen kann, ob der tatsächlich den Weg zurückfindet und da halt viel spielen wird oder ob das auch so einer ist in der Kategorie, man hatte viel Hoffnung und er konnte es nie einlösen. Ja. Aber dann musst du natürlich, aber das musst du jetzt auch so ein bisschen schon bewerten, ne? Also ich finde, Smolcic ist erst 22, der kann natürlich noch, aber da muss auch ganz klar ein Topmöller sagen, den sehe ich bei mir oder den sehe ich bei mir nicht, weil mit 22 ist es auch so, dann, wenn ich ihn nicht ganz klar sehe, dann muss ich den auch verleihen, ne? Ja, also ich weiß, ne, also du musst, ich glaube, das ist echt diese Kaderchemie da am Laufen zu halten, das ist nicht ganz einfach. Wir haben diese drei Nummern auf jeden Fall klar benannt. Danach ist alles viel Masse und so Potenzial natürlich auch, aber für mich ist die Sache mit Namdi Collins ganz klar zu verleihen, noch gar nicht so deutlich. Ich gehe davon aus, dass ein Gebur und Bautista tatsächlich in der Innenverteidigung der U23 unterwegs sein werden. Das ist dann erstmal okay. Aber alles andere muss man darüber nachdenken. Aber es ist ja gut, dass wir diese Möglichkeiten haben, denn du hast ja richtig erwähnt, René, allein die Tatsache, dass Collins verpflichtet wurde, dass die Eintracht diesen Move gemacht hat, den halte ich durchaus für smart und es ist tatsächlich so, deutsche Nationalspieler, Potenzial-Nationalspieler wird es im Regal für die Eintracht ganz selten nur geben und dass wir da zugeschlagen haben, ist auf jeden Fall ein richtiger Move. Ja, ja, und das zeigt auch meiner Meinung nach, dass die Eintracht eben mit ihren Konzepten überzeugen kann, weil ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein Spieler, der auch woanders da untergekommen wäre, ähnlich wie bei Skiri auch, dass man einfach da diesen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat, dass man ein Konzept hat, dass man klar belegen kann, was man mit den Leuten irgendwie vorhat, was die Ziele des Vereins sind. Also ich glaube, da hat sich doch auch einiges getan, was das Thema angeht. Und dann bleibt aber die spannende Frage, und ich glaube, da ist es so, für Basti ist das so ein bisschen ein schwieriges Thema. Hatten wir in der Vergangenheit auch immer wieder, was das Thema Transferfenster und so weiter angeht. Glaubt ihr, das ist jetzt tatsächlich der finale Kader oder wo glaubt ihr, passieren noch Abgänge oder wo würdet ihr noch nachlegen? Innenverteidigung hatten wir ja schon gerade drüber gesprochen, aber gäbe es außerdem noch andere Stellen, wo ihr nachlegen würdet? Basti, ich würde das ehrlich gesagt im Zuge der weiteren Voranschreitung auf dem Platz jetzt besprechen. Also wir sind ja jetzt in der Dreierkette und im Tor fertig. Ja. Wo wir ein kleines Fragezeichen dran gemacht haben, wer der sechste Innenverteidiger sein soll von den. Das kann Jakic sein, wenn Dings verliehen wird. So, das ist für mich abgeschlossen. Ich glaube auch, da passiert nichts mehr. Ja. Muss ich sagen. Ja. So, und jetzt kommen wir halt auf diese Außenbahn. Da wird ja aus der Dreier manchmal eine Fünferkette. Da sind
schon die ersten Fragezeichen, ob das so bleibt, und ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Okay. Also welche Seite im Speziellen? Rechts lasse ich mit mir reden, Knauf und Buta von mir aus. Ja, wobei Buta jetzt in den Testspielen auch irgendwie nicht so gezeigt hat. Und also auch lange verletzt. Ich glaube, ich erzähle hier nichts Neues, dass ich Buta für einen besseren, Danny da Costa halte, ist okay. Ist nicht schlecht, ist in Ordnung, aber für mich ist er kein Starter. Deswegen habe ich gesagt, rechts lasse ich mit mir sprechen, weil die Eintracht ist auch immer noch die Eintracht. Die kann nicht jede Position doppelt Deluxe besetzen, das müssen wir uns auch klar machen. Ja, ist richtig. Wir sind hier nicht beim Fußballmanager, da wo wir machen können, was wir wollen. Aber bei der linken Seite sehe ich tatsächlich dann ein Problem, weil wenn Knauf wieder in Form kommt, dann ist er für mich rechts der Starter und dann hättest du eventuell wieder so eine Disbalance, weil sowohl Max als auch Lenz sind jetzt nicht offensiv die absoluten Brecher. Gerade was die oft erwähnte Schnelligkeit betrifft. Also da muss meiner Meinung nach noch jemand kommen auf links. Die einzige Möglichkeit, wo ich mit mir reden lasse, ist, was Marvin im Vorgespräch gesagt hat, wenn dieses wilde, wilde Gerücht um Lovro Meier stimmt. Dann bin ich dazu bereit, Knauf nach links abzugeben. Dann ist Knauf links der Starter. Ebimbe rutscht durch die Meier-Verpflichtung nach rechts und Meier ist dann für Ebimbe in der Zentrale. Da lasse ich gerne mit mir reden, da bin ich auch den Kompromiss bereit einzugehen, dass Knauf kein Linksfuß ist, meine Güte. Aber ansonsten muss ich sagen, ist für mich hier eigentlich noch der Transfer zu tätigen, dass Lenz geht und ein schneller Startelf-Spieler für die linke Seite kommt. Ja, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass wir über die linke Verteidigerposition ja insofern da reden müssen, du hast ja am angesprochen, Lenz ist ja eigentlich krass angezählt worden. Ne? Mhm. Es war ja krass klar, dass Lenz eigentlich bei der Eintracht keine Zukunft mehr hat. Das wurde ja sogar relativ deutlich auch von Krösche und Co. Bestätigt. Also und jetzt stellt sich halt die Frage, jetzt ist er ja immer noch da und das heißt, wenn aber nur mit Lenz kannst du auch nicht gehen, du irgendjemand brauchst du. Also natürlich, wenn die Option, wie Basti sie beschrieben hat, realisierbar ist, dann nehme ich das auch so und dann kannst du das machen. Ansonsten hast du da halt nicht die 1A-Lösung aktuell mit Philipp Max immer als derjenige gesehen, aber ja, das da hakt es noch so ein bisschen und auch die Bauchschmerzen bleiben. Ja, aber ich glaube, die wahrscheinliche Variante ist ja nicht Lovro Meier. Ich glaube, das ist leider nur eine Träumerei. Aber ich glaube schon, dass es realistisch sein könnte, dass man einen Kunku verpflichten kann. Und das wäre für mich eigentlich ein absolutes Must, muss ich sagen. Weil, nochmal, du hast gesagt, die Eintracht hat Lenz auch öffentlich angezählt. Aber es braucht sie gar nicht, weil es hat gezeigt, dass es nicht ausreicht für diese Position. Lenz hätte für mich hier eine Zukunft gehabt, wenn wir Viererkette spielen würden. Dann würde ich akzeptieren, dass da jemand, der ein bisschen Schnelligkeitsdefizite hat, halt da auf links verteidigt. Und das macht er ja auch mit vollem Einsatz. Man kann man ihm nicht vorwerfen. Nee, das definitiv nicht. Aber ganz ehrlich, es gibt keine Sequenz in meinem Kopf, wo Lenz links steil geschickt wird und er den Ball im vollen Lauf erreicht und dann was Geiles macht. Nee. Sondern das ist eher, er stoppt nochmal ab und spielt zurück. Was halt auch wirklich ihm nicht vorzuwerfen ist, ganz ehrlich. Er ist halt Verteidiger und kein Spieler. Wurde bei der Bewertung, ehrlich gesagt, ein Riesenfehler gemacht, das muss ich mal sagen. Lenz war ein Transfer, wo du sagen kannst, okay, der kommt von Union Berlin, die kommen eh nur aus dem Kollektiv, so, das ist eigentlich fast egal, wer bei Union Berlin spielt. Und dann hat er dort auch auf dieser Schienenspielerposition gespielt, aber halt bei Union Berlin. Und jeder, der mal ein Union-Spiel gesehen hat, weiß, dass das mit Offensive gar nichts zu tun hat. So, das ist trotzdem eine Viererkette halt mit 5 Mann. Das ist auch ein Linksverteidiger. Und dann zu denken, ja, den können wir benutzen, um Kostic vielleicht mit zu ersetzen, das ist schwachsinnig gewesen. Es tut mir leid. Wahrscheinlich gab es da noch Überlegungen, wirklich endlich mal Viererkette zu spielen, dann würde er für mich passen. Aber ansonsten ist mir selbst Philipp Max, der offensiv deutlich besser ist als Lenz, auch schon zu linksverteidigerisch. So, also ich will dort Mittelfeldspieler haben. Einfach. Und nicht zwei Linksverteidiger, das geht nicht. So, da muss einer, du musst genauso eine Balance haben, wie du es rechts hast. Du hast Buta, der ist defensiv ein bisschen stärker. Knauf, der offensiv ein bisschen stärker ist. Du brauchst noch einen Knauf für links, damit Philipp Max auch jetzt nicht immer spielen muss, sondern dass du da mehrere Möglichkeiten hast, falls du zu Hause spielst und ja offensiv spielen willst, dass du einfach zwei schnelle Außen hast mit Knauf und Mr. X. Fertig. Also ich glaube, ja, das ist auch klar. Und die Eins, Nummer Eins, die du angesprochen hast, wird wahrscheinlich eher Niels oder Nils Nkuku sein. Der Spieler, der beim AS Saint-Étienne noch spielt, aber mal gucken, wie lange. Aber
die B-Option könnte tatsächlich halt sein, dass du doch nochmal an Derek Köhn baggerst, der ja bei Hannover 96 auch schon wieder in der zweiten Liga angefangen hat, dort irgendwann irgendwas zwischen Linksverteidiger und aktuell eher Linksmittelfeld spielt. Mhm. Also das ist tatsächlich, da merkst du tatsächlich lustigerweise auch, wenn du die Spiele von Hannover ansiehst, dass sie eigentlich sogar eine Überbesetzung haben, weil sie nicht davon ausgegangen sind, dass Derek Köhn überhaupt zum Saisonstart noch da ist. So, jetzt tut sich da ein bisschen was. Das könnten beide Optionen sein mit der 1A und Kunku-Version und der 2B-Version. Derek Köhn, auch ein interessanter Spieler, ehemaliger U-Nationalspieler. Also wäre eine Option und wahrscheinlich alles nicht verkehrt, weil die Schnelligkeit doch eine andere ist nochmal als bei Lenz. Ja, ja, also auf jeden Fall müsste man da nochmal was tun. Was glaubst du denn, wann sich da nochmal was tut? Das ist ja auch so die spannende Frage. Ich meine, Saison ist ja oder fängt ja jetzt an und Transferfenster ist ja noch eine ganze Zeit lang offen jetzt. Ja, der Position glaube ich tatsächlich, dass wir da relativ bald, also in den nächsten 7 Tagen wahrscheinlich schon Klarheit haben. Mhm. Da bin ich ziemlich sicher. In anderen Positionen, die sich weit eher vorne gestalten, glaube ich, kann dann sich da noch einiges ziehen. Ja. Sollen wir dann mal auf die Positionen weiter vorne gucken? Also wenn wir jetzt mal auf die Struktur der Startaufstellung im Saisonauftaktspiel schauen, hatten wir ja Skiri als alleinigen Sechser, davor Götze Ebimba auf diese Achterposition. Ich glaube, auf diese Achterposition haben wir heute eine ausreichend große Auswahl und auch durchaus Spieler unterschiedlichen Charakters und auch nochmal ein paar durchaus Spieler aus der zweiten Reihe, die aber auch Spielzeit brauchen, wenn man an so einen Larsson oder irgendwas denkt. Also ich glaube, da sind wir gar nicht so schlecht unterwegs. Oder würdet ihr da noch irgendwas sehen? Ja, das ist im Endeffekt wahrscheinlich das Sahnestück der Eintracht, muss man ganz ehrlich sagen. Da hast du sehr viele Möglichkeiten. Da gibt's, du kannst gar nicht alle potenziellen Starter starten lassen und das sagt eigentlich alles aus. Du hast gesagt, für mich ist Skiri der neue Chef, allein auf der 6. Ja. Sein Ersatz könnte entweder Rode oder Jakic sein, das heißt, da hast du auch genug in der Hinterhand. Ja. Dann hast du Götze, der Gott sei Dank, wie ich es eigentlich letztes Jahr schon wollte, ein bisschen zurückgezogen wird, weil die Schnelligkeit für den offensiven Bereich meiner Meinung nach nicht ausreicht und er trotzdem mehr Tief ins Spiel bringen kann, wenn er das Spielfeld vor sich hat. Mhm. Das heißt, für mich ist eigentlich Götze der neue So. Mhm. Und dann hast du mit Ebimbe einen jungen Wilden, der Räume zulaufen kann, der seine Körperlichkeit einbringen kann und der halt einfach eine Maschine hoffentlich wird. Und dieses Jahr den nächsten Schritt halt gehen muss. Nochmal, hier das kleine Sternchen. Ich weiß, dass es unrealistisch ist, aber Lovro Meier ist mein absoluter Hardplayer. Also wenn der hierher kommt und wir tatsächlich Skiri, Götze und Lovro Meier in der Zentrale haben. Ja. Uiuiui. Also kannst du das kurz erklären, warum du so ein großer Fan von ihm bist? Was ein Kroate ist. Alles klar. Das ist Punkt Nummer 1. Okay, damit haben wir Case closed. Ja. Ich liebe diese Mentalität einfach so. Ja, keine Ahnung. Mhm. Nein, Lovro Meier ist im Endeffekt ein taktisches Genie. Er ist halt Modric Light. Und ich glaube, alles, was Modric im krassen Level hat, hat er halt ein bisschen drunter. Mhm. Okay. Und arbeitet, kann aber kicken. Also es ist eigentlich wirklich ein absoluter Hybrid-Player, der dir wirklich viele Möglichkeiten gibt. Der ist safe besser als Ebimbe, da sind wir uns einig, leider. Und Ebimbe ist schon ein krasser Spieler, ne? Ja, gut, das ist es ja. Das ist ja im Endeffekt, wäre das für Ebimbe schade. Weil ich glaube, dass seine Zukunft eigentlich im Zentrum liegen sollte, wirklich als Power 8. Mhm. Aber ganz ehrlich, erinnert euch an die Situation damals mit Renault war es doch, oder? Wo man die Möglichkeit hatte, Trapp zu holen und dann war es quasi für ihn scheiße. Aber ganz ehrlich, also Renault hat es dann doch auch über Umwege auch noch geschafft, das wird der Bimbo auch schaffen. Und zumal, ganz ehrlich, der auch nicht chancenlos auf der rechten Außenbahn wäre. Also von daher... Gut, aber lassen wir mal die Träumerei sein. Am Ende ist es eigentlich für mich Skiri, Götze, Ebimbe. Dann hast du Rode, Jakic in der Hinterhand. Paxton hast du noch. Du hast Hugo Larsson noch in der Hinterhand. Also ich glaube, selbst Hauge hat das im Testspiel in Fulda gespielt, da auf dieser Halbacht. Mhm. Da sind wir gut aufgestellt. Da müssen wir auch nichts machen. Umso mehr hat mich dieses Meier-Gerücht ja irritiert. Beziehungsweise auch gefreut trotzdem. Ja. Ja. Ja, und dann kommt wahrscheinlich die Position, wo sich es halt sehr davon abhängt, ob da noch irgendwas in Richtung Abgängen passiert, oder? Ja, kommt drauf an, was du als Position jetzt nennen willst. Also scheinbar haben wir ja die Position der hängenden Spitze als zweiten Stürmer. Ja. So wie ich das von habe. Du hast so diesen eigentlich, also Lindström ist da wahrscheinlich der Starter. Vermutlich. Und mit Hauge Mamusch und den Gang haben Backups, da sind meiner Meinung nach auch genug da.
Ja, im Zweifelsfall auch noch Boré, je nachdem, ob er jetzt bleibt oder geht. Bei dem gehe ich eher von dem Abgang aus, den zähle ich jetzt nicht mehr dazu, aber du hast mit Marmoush in Gang kam. Ja. Hauge, selbst wenn Lindström noch geht, hast du selbst da, hast du noch 3 Stück für eine Position, das reicht mir eigentlich. Ja, ist halt, Lindström wäre halt schon irgendwo dann die Nummer 1, also du hättest schon einen gewissen Unterschied, wobei ich glaube schon, also man setzt ja viel auf Hauge, der könnte halt dann da noch irgendwie hin, ja gut, Marmoush, ja doch, okay, ist jetzt vielleicht schon qualitätstechnisch ein Unterschied, aber einen, den du irgendwie verkraftet kriegst. Und dann wird es halt spannend, vorne klassische Zielspieler-Mittelstürmer-Position. Genau, ja. Und da, also insgesamt in dem Offensivbereich sind halt einige Spieler wirklich so weit, dass du halt sagst, beziehungsweise ist schon klar, dass die irgendwie veräußert werden sollen oder können. Also du hast natürlich ganz klar, wir haben eben auch über die Außen gesprochen mit Farid Alidou, wenn das mit Köln jetzt einigermaßen klappt. Die Eintracht hofft hier ja, das so hinzubekommen, dass es keine feste Kaufoption gibt. Sollte sich die Eintracht da durchsetzen können, dann hätte ich auch weniger Bauchschmerzen. Ich habe durchaus ein paar Bauchschmerzen, wenn Köln die Kaufoption durchbekommt, weil dann könnte es tatsächlich so sein, dass die den kleinen Stil da begehen. Weil ich schon das Gefühl habe, dass Farid Alidou in einem guten Umfeld sich wirklich auch nochmal durchsetzen kann, der ja bei uns äußerst unschönes Jahr hatte. So, aber dann ist das ein Kandidat. Dann hast du auf jeden Fall Rafa Boré, der ja jetzt auch für weniger angeboten wird, was irgendwie emotional ein bisschen schade ist. Man hat ja eher gedacht, dass es so roundabout 10 werden. Aktuell klingt das eher noch so, naja, gut, für 7 würde man auch verkaufen. So, das ist schon irgendwie schon ein bisschen schade. Aber es sieht alles danach aus, als würde er dementsprechend irgendwann hoffentlich vielleicht auch für ihn einen neuen Verein finden. So, dann hast du ihn. Mit ein bisschen Glück bekommen wir sogar noch Lucas Alario weg, ja, der damals, also letztes Jahr für echt viel Geld, 6 Millionen, den an Main gewechselt ist. Das hat sich ja überhaupt alles gar nicht so dargestellt, wie man das ganz gerne hätte. Und der aber wahrscheinlich auch auf dem Gehaltskonto ordentlich einen Betrag wegnimmt. Auf jeden Fall. Und dann wäre es natürlich, allein deswegen wäre es natürlich ganz gut. Und hast du noch die Position mit Kolo Muani, aber am Ende, wenn die anderen gerade aufgezählt gehen, dann kommt dafür kein neuer. Aber wenn Kolo Muani geht, natürlich kommt dann auch wahrscheinlich ein guter neuer. Zumindest alles nach den Gerüchten, die man so hört, Basti, denn da wird dann halt der nächste hoffentlich gute Transfer eingetütet. Ja, also im Endeffekt sind da sehr viele Fragezeichen. Du hast mit Lindström und Moani ist ja wahrscheinlich der A-Sturm. Würde ich aktuell jetzt davon ausgehen, ja. Ja, und die können halt beide noch gehen. Was halt ein Drama ist, 3 Tage vor dem ersten Pflichtspiel. Naja, die können auch noch 2 Tage nach dem 2. oder 3. Pflichtspiel gehen. Ja, das ist ein Drama. Ja. Weil das unglaublich viel verändern wird. Das ist nicht eine Position, das sind 2. Und selbst wenn es nur eine wäre, ist es eine sehr entscheidende. So einer der beiden Starterstürmer ist dann weg. Also das ist schon krass. Und ich kann mir unglaublich viele Szenarien vorstellen, was da vorne betrifft. Also machen uns nichts vor, es kann halt auch sein, dass die beide noch gehen. Ja, klar. Ja, klar. Dann hast du zwar so, irgendwie 140, 150 Millionen in der Kasse, musst aber halt auch irgendwie dann Ersatz finden, wo man mit Sicherheit Listen und Namen irgendwie hat. Aber ne, wir hatten es ja jetzt des Öfteren schon festgestellt, dass das dann auch irgendwie so eine Kette irgendwie in Gang setzen kann und dann wird's halt spannend. Ja, und ich habe trotzdem, wie gesagt, Matanovic ist jetzt auch irgendwie nicht mehr in der Trainingsgruppe dabei, soll verliehen werden, soll so sein. Und dann ist, wenn Alario weg ist, was Marvin gesagt hat, Boré auch. Ganz ehrlich, für mich haben wir selbst mit Muani dann keinen Mittelstürmer und ich habe weiter Bauchschmerzen, was das bringt. Ich hätte gern einfach einen ganz normalen Mittelstürmer für so ein Heimspiel gegen Augsburg. Ich verstehe auch nicht, dass sich das für mich so anfühlt, als wenn ich hier seit Jahren da eine unglaublich kuriose Forderung stelle. Dass wir einen verschissenen Mittelstürmer haben. Muani ist auch kein Mittelstürmer. Nee. So, Muani ist einer, der macht überall und nirgendwo rum, der holt sich auch mal im Mittelfeld die Bälle und lässt einen aussteigen. Ja. Ich frage mich trotzdem, gerade auch bei den Verpflichtungen mit den Ngangka, Marmoush und so, wo hier der Knipser ist. Und ehrlich gesagt, vielleicht ist es oldschool, vielleicht bin ich auch schon zu alt, vielleicht bin ich 40 Jahre alt und hier mit den Jürgen Klinsmanns dieser Welt aufgewachsen, aber trotzdem glaube ich, dass es uns helfen könnte, einen Typ wie Matanovic zu haben, der einfach nur gelernter Mittelstürmer ist, weil du den in gewissen Sequenzen brauchst. Erinnert euch bitte, bitte an die ganzen Spiele, wo die Eintracht haushoch überlegen war, bis zum 16er gefällig rumgespielt hat, dann aber ein Schnörkel zu viel und hier und da und ananas. Ja.
wo du dir so sehr gewünscht hättest, dass da einfach einer drinsteht, der die Dinger reinwickst. Und das fehlt mir ein bisschen. Das fehlt mir, selbst wenn Moani bleibt. Dass quasi, wenn Alario geht, will ich den auch ersetzt haben. Und wenn Alario und Moani gehen, dann will ich zwei. Und ich bin gespannt, was da passiert. Also es gibt ja sehr, sehr viele Gerüchte über andere Spieler. Und am Ende ist das eine unglaublich undankbare Situation, weil die ist schon vergleichbar mit der Kostic-Geschichte, dass umso näher das Transferfenster, also die Schließung des Transferfensters kommt, umso weniger kreativen und ruhigen, besonnenen Spielraum hast du. Ja, und dann geht's wieder zack, 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 zack. So, dann haben wir irgendwie, keine Ahnung, in Mainz verloren, weil es nur Gerüchte gab. So, dann ist irgendwann wieder auch so eine unsägliche Länderspielpause und dann geht die Saison wieder komplett von Neuem los, weil Lindström und Moani noch gegangen sind. Ja, mit dem Unterschied, dass du, ich glaube, bei Moani Moani ist so ein Spieler, da kommt halt auch ein Betrag bei rum, wo du einfach gar keine Wahl hast, auch nur eine Sekunde drüber nachzudenken, ob du ihn jetzt nicht abgibst. Weil wir sind auch nach wie vor, trotz allem Fortschritt, den wir gemacht haben, wenn da halt irgendeiner kommt und sagt, ich zahle euch jetzt 90 Millionen und je nach irgendwas noch irgendwie 8 bis 9 Millionen irgendwie Bonus in 24 Monaten oder irgendwas, dann kannst du als Eintracht Frankfurt da nicht sagen, oder muss ich drüber nachdenken. Geht nicht. Nee, selbst wenn du drüber nachdenken willst, kannst du es nicht. Weil der Spieler dann zu dir sagt, Alter, wollt ihr mir jetzt wirklich verbauen, zu Real Madrid oder zu PSG zu gehen? Wollt ihr mich verarschen? Nee, wird ja auch niemand machen. Aber allein ohne mit dem Spieler geredet zu haben, allein von dem Betrag, der wahrscheinlich da auf dem Zettel steht, kannst du da keine Millisekunde drüber nachdenken, sondern musst direkt zuschlagen. Und das wissen halt auch andere. Ja, das macht es halt das auch ist natürlich, doppelt schwierig. Aber es ist insofern einfach ein bisschen schwierig, weil, ganz ehrlich, so von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe, ne, Training, dies, das, alles in Ordnung, Trainingslage auch alles schön und gut, ne, so die Ergebnisse jetzt bei den Testspielen, ja, muss man mal überlegen, welchen Wert haben die, aber es ist natürlich schon so, dass es jetzt, dass da die Eintracht noch nicht wirklich durchgestartet ist und im Endeffekt verzögert das halt alles ein Zusammenwachsen, ne, denn. Eben, das Problem, kommt auch noch dazu. Ja, ne? So, es ist ja selbst mit dem Kader jetzt da ist. Ein langer Weg, weil die werden nicht am ersten Spieltag eingespielt sein. Du reißt ja dann hier keine eingespielte Mannschaft auseinander, sondern du reißt eine Mannschaft auseinander, die eh schon nicht eingespielt ist. Ja, die aber zumindest irgendwie in dem Prozess drinne ist. Das ist also das, was du ja gerade eben gesagt hast, du fängst halt wirklich dann einfach nochmal bei Null an. Klar sind die jetzt nicht eingespielt, aber ich sag mal zumindest in der Offensivfunktion. Du, ein Moani und ein Lindström, die kennen sich von der letzten Saison, die wissen noch so ungefähr, wie der Spieler agiert. Also das ist da ja dann nochmal doppelt blöd, weil du da halt genau die Stelle, wo du sagen kannst, okay, da haben wir halt wirklich zwei, die sich von der letzten Saison kennen, die so ein bisschen aufeinander abgestimmt sind und das zerhaust du dann halt auch noch. Also wo der Rest schon irgendwie Hühnerhaufen ist, machst du dann da vorne den nächsten auf. Ja, und das ist halt genau das Problem, denn im Endeffekt wissen wir ja, dass Kolo halt derjenige war, hat nicht viel funktioniert, auch in der Rückrunde war Kolo da, so, ne? Und das ist halt genau das Ding. Ja. Und das ist, also du nimmst dir halt die Option, dass es sicherlich einigermaßen gut funktioniert. Und das, also weil Kolo Moani gibt ja halt diese Sicherheit, ne? Also wenn nicht 100%, aber dann zumindest 80% oder 90%. Und mit einem ganz neuen Spieler, der dann käme, sind die Chancen auch gut, aber die gehen dann trotzdem runter auf 30%, weil das muss sich halt alles einstimmen. Das sind alles keine absoluten Wunderstürmer. Ich meine, man kann schon sagen, Randall Kolo Moani oder Randall Kolo Moani ist one of a kind für die Frankfurter Eintracht. Ja, das ist halt schon das Ding. Und ich habe so ein bisschen da halt überdenken, dass wenn das jetzt sich so hinzieht und es wird sich hinziehen, es kann vielleicht sich noch immer noch was bei anderen Clubs tun, dass da nochmal ein bisschen was unterwegs ist, dass wir am Ende dann die Gelagmeierten sind, die ein, zwei Tage vor Transferende dann halt dastehen und sagen, jo, jetzt brauchen wir doch nochmal einen Stürmer. Und wichtig ist halt, das ist halt auch der Punkt, es kann nicht sein, dass am letzten Transfertag Moani geht und wir dann alle dastehen so, scheiße, was machen wir jetzt? Weil mit dem Sturm an sich bist du trotzdem dann zu wenig besetzt für das, was du dir vornimmst. Ja, alles leider alles richtig, was du sagst, Marvin. Das macht es halt umso bedauerlicher, dass da jetzt wir halt genauso wie in den letzten Jahren auch, es ist ja jetzt nicht so, dass wir das Thema jetzt irgendwie neu hätten, sondern das ist ja ein Thema, was sich ja schon seit Ewigkeiten durchzieht und wir bemängeln es ja schon seitdem immer wieder, dass du da halt einfach
jetzt auch drauf angewiesen bist und gucken musst, was passiert und du dann vielleicht auch noch irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, was man sich dann eher wünschen soll, ob dann man sich eher wünschen soll, dass ein Moani bleibt, weil du dann halt einfach weißt, was du hast, oder ob man sich wünscht, dass einfach jetzt ein erstklassiges Angebot für ihn kommt und du dann, weiß ich nicht, 80, 90, 100 Millionen in der Kasse hast und dann halt auch vielleicht nochmal andere Möglichkeiten sich damit ergeben. Also ich weiß auch gerade nicht, was man sich da jetzt irgendwie mehr wünschen soll. Ja. Ich weiß schon, dass ich mir eher wünschen würde, dass so, wenn ein Transfer, dann so schnell wie möglich. So, ja, das okay, das definitiv. So, aber in welche, also ja klar. Also wenn Transfer, dann definitiv irgendwie möglichst in den nächsten, idealerweise eigentlich in den nächsten 5 Tagen, sodass man dann noch auch irgendwie agieren kann, bevor dann die ersten Spiele irgendwie passieren. Und dann dreistellig auf jeden Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang skeptisch. Marvin war der Erste in meinem Umfeld, der gesagt hat, oh, wer weiß, vielleicht bleibt er. Und ich habe gesagt, niemals, niemals. Und wollte das auch nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile bin ich, was das betrifft, einen Schritt auf Marvin Zugang. Zu denken, ganz ehrlich, dann behalt ihn halt. Wenn es jetzt irgendwie nicht sein soll und die nur 70 bieten, dann behalt ihn. Und spekuliert darauf, dass er eine Baba-EM spielt und dass er dann fürs mindestens das gleiche Geld spielt, weil er halt vielleicht auch ein Jahr älter geworden ist, bla bla bla. Und wenn du aber noch Cash brauchst, dann würde ich fast jetzt aus dem System eher Lindström opfern wollen, weil ich den leichter ersetzen könnte mit Personal, was schon da ist. Was schon da ist, ja. So, und dann, ja, ganz ehrlich, dann mach halt verrückten Move. Hol einfach, ganz ehrlich, diese ungeplanten Ramay-Millionen, das kann mir keiner erzählen, dass das eingeplant war, weil das war ja völlig niemals. Als die, weil jeder gedacht, dass da ein Komma falsch gesetzt ist. Vielleicht ist es Mislintat Masterclass, also ich finde den Transfer nicht so absurd wie alle, aber es ist natürlich trotzdem überraschend, also es wäre jetzt nicht derjenige gewesen, den ich auf der Liste gehabt hätte, hol für den Nkunku für links, dann bist du überall gut aufgestellt und dann gib Lindström ab und hol Wahi noch dazu und hast Moani und Wahi, dann hast du den Nachfolger schon dabei und dann gib ihm, dann hast du eine richtig bretter Mannschaft, ich weiß, das ist Wunschdenken, ich weiß, es wird alles anders kommen. Aber wenn wir hier drüber sprechen, dann bin ich immer mehr im Team Marvin, was Moani betrifft, um zu sagen, ganz ehrlich, jetzt behalt ihn. Das Baba-Angebot ist nicht da, vielleicht kommt das nächstes Jahr. Und vielleicht kannst du auch mit ihm quasi darüber sprechen und sagen, ey, dann bleib halt noch bis zur EM, hier bist du sicher, hier spielst du Stamm, hier wirst du nominiert, das hast du gesehen. Bevor du jetzt irgendwie zu einem absoluten Baba-Club wechselst, wo halt auch nicht gesagt ist, dass er da sofort reinkommt und dann in Topform zu EM kommt. Also muss man ja sagen, ich glaube es ist nicht umsonst, dass der französische Nationaltrainer zu ihm gesagt hat, ey, bleib mal bei der Eintracht, dann bist du im selben Flow. Die Eintracht spielt international, du kannst weitere Erfahrungen sammeln. Das musste man ja auch dazu sagen, es ist trotzdem erst ein Jahr, was er so richtig krass performt hat in Europa. Das würde immer mehr Sinn machen, umso länger ich drüber nachdenke, aber gleichzeitig kann die Eintracht das leider nicht selber komplett entscheiden. Das denkt zwar jeder und sagt, da müssen wir halt mal hart bleiben, aber das ist halt trotzdem, ganz ehrlich, wer heute noch nicht gelernt hat, dass das nicht so einfach geht, weil du dann einen Spieler hast, der sauer ist, weil du dir vielleicht mit dem einen oder anderen Berater verscherzt, weil du vielleicht damit auch ein Zeichen an Spieler sendest, die potenziell kommen würden und dann sehen, boah, die Eintracht lässt sich dann einfach irgendwie einfach hier, obwohl du vielleicht ein krasses Angebot von Real Madrid hast und ja, das sind alles Faktoren, die man da mit einrechnen muss. Ich hoffe nur, genau das, was ihr gesagt habt, wenn es passiert, dann bitte schnell. Also ich habe keinen Bock, dass das Pflaster so langsam abgezogen wird, sondern dann reiß halt ab. Ja, und ich glaube tatsächlich, wenn wir nochmal bei Randall, Randall Kolo-Muani. Also ich glaube tatsächlich, dass der das schon checkt und wenn er sagt, hier Leute, da will ich auf jeden Fall hin, dann macht die Eintracht das auch. Ja, aber er weiß auch, dass die Eintracht halt nicht sagt, ey, 70 Millionen sind mir ausreichend. Das weiß der hat auch lang genug einen Vertrag. Wir dürfen nicht vernachlässigen, dass der jetzt erst ein Jahr bei der Eintracht ist. Also der wird schon irgendwie gerade so durchhalten können, ein zweites Jahr sich bei der Eintracht durchzuringen. Und ja, es gibt diese Pro-Argumente und ich glaube, wenn es dieses Baba-Angebot gibt, dann befindet man für ihn auf jeden Fall eine gute Lösung. Aber wenn es halt nicht gibt und wenn die Bayern dann, ja, die Bayern, die so ein Transfer, so Stürmer brauchen wir für 70 Millionen. Und dann sagt die Eintracht, Taukakao, guckt woanders. Ja, und da glaube ich, bleibt Krösche schon hart und sagt dann einfach so, okay, nee, ihr kennt den Preis und wenn ihr den Preis nicht bezahlt, dann ist da auch nichts. Also, ich glaube schon, dass wir da den richtigen. Ich hoffe, dass das, und das ist ja unter den schwierigen Bedingungen der Situation das, wo man am meisten drauf hoffen kann, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Zu sagen, ey Bruder, du kannst gehen, aber bring jemand, der 100 Millionen zahlt.
Punkt. Dass das jetzt nicht auch noch anfängt. Ja, aber ich glaube schon, dass weil ganz im Ernst, 30 Millionen ist schon krass. So, also 70 oder 100, das ist quasi die Differenz, der wahrscheinlich der Ersatzstürmer kosten wird. So, und das muss man sich klar machen. Und, Das ist das und das ist auch gleichzeitig, die Eintracht muss ja immer noch Querfinanzierung betreiben. Ne? Ja. Ist ja nicht so, als hätte die Eintracht jetzt eh viel zu viel auf dem Konto. Es war ja von Anfang an klar, dass die Eintracht sogar auch Geld irgendwie erwirtschaften muss. Jetzt ist, wie gesagt, wir haben über den über Ramay gesprochen. Ja, da hätte ich auch bei 1,5 oder 2 Millionen hätte ich auch gesagt, okay, kann sein. Basti, ich gebe dir übrigens recht, das ist ja kein Fliegenfänger. Der wird, wenn alles gut läuft, kann er da schon irgendwie gut performen, nachdem er irgendwie für 150.000 oder so oder für 100.000 damals zu Eintracht gekommen ist. Also ist jetzt schon eine krasse Wertsteigerung. Ich hoffe für ihn, dass das super gut funktioniert. Aber wie gesagt, das waren Millionen, die wir sonst so nicht gedacht haben. Mhm. Aber es ist ja so, dass wir natürlich auch beispielsweise eine U23 haben, die auch nicht billig ist. Das kostet alles Geld, Jugendabteilung und so weiter und so fort. Dementsprechend, ob 30 Millionen mehr oder weniger, das wird auf jeden Fall Gamechanger sein. Ja. Und in Anbetracht der Tatsache, wenn du dir anguckst, wie viel also Geld ausgegeben wird für Spieler, bei denen ich nicht unbedingt denke, warum bist du denn so viel wert, dann muss auch ein Kolo Muani, der französische Nationalspieler ist, durchaus ein wenig Geld in die Kassen spülen. Ich finde es schade, dass du den französischen Dialekt nicht bis zum Schluss durchgehalten hast. Ja, das ist richtig. Ja, aber also ich glaube, dieses Gespräch, was Ablösesummen und was da irgendwie mindestens gezahlt werden muss, das hat stattgefunden. Ich meine, immerhin hat Krösche ja auch, ich glaube, in irgendeinem Interview war es gesagt, dass es ganz klare Preisschilder für die beiden Spieler gibt. Das wird er ja auch nicht getan haben, ohne vorher mit denen gesprochen zu haben. Spätestens danach wird es dieses Gespräch gegeben haben, was es denn dieses Preisschild ist. Also von daher glaube ich, das Thema ist irgendwie durch und dann kannst du das auch klar verargumentieren, wenn eben dann ein Verein kommt, der da deutlich weniger bezahlt, dann wird es halt eben diesen Transfer nicht geben. So. Aber ne, das Problem ist halt nach wie vor, und da wird halt mit unserem Fanherz gespielt, dass der Spieler noch da ist, dass es ein Spieler ist, den wir sehr in unser Herz geschlossen haben, der für uns spielerisch auch sehr wertvoll ist und du halt nicht weißt, Basti hatte von diesem Pflaster gesprochen, was irgendwie langsam abgezogen wird. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen so, als wenn dieses Pflaster dann einfach zwischendrin einfach wieder festgeklebt wird und dann fängt wieder einer an dran rumzuziehen. Also das kann noch die nächsten 3 Wochen, kann das noch richtig auf die Fanseele gehen. Leider. Es fuckt halt ab, ganz ehrlich. Es fuckt halt richtig ab und das ist jedes Jahr dieselbe Diskussion, ich weiß. Ja. Aber mach das am 1.8. zu und fertig. Lass mich in Ruhe, das ist scheiße. So, das ändert viel zu viel, das greift in den laufenden Wettbewerb ein, das ist einfach ärgerlich. Und es ist so einfach wirklich wahrscheinlich so ein Fail-Safe für die großen Vereine, falls bei denen noch irgendwie sich einer verletzt, dann können die nach unten greifen und es ist blöd. Ja, bis dahin einfach. Hast du schon, also in unserem Falle jetzt, ein DFB-Pokalspiel, 2 Bundesligaspiele und 2 Euroleague-Quali-Spiele gemacht. Also du hast schon 5 Pflichtspiele hinter dir. So, stell dir vor, Moani geht das am letzten Tag und wir gewinnen alle 5 Spiele. Und Moani, Lindström und alle, wie sie heißen, kicken sich da einen geilen zurecht. Und du denkst dir, alle. Ja, und dann spielst du dann nach Mainz, spielst du dann mit Marmouche und Gangkamp im Sturm. Nichts gegen die beiden, aber das wäre schon ein harter Aufprall. Ja, und du fängst halt bei der Struktur und so wieder bei Null an. Ja. 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 Es ist störend, aber gut, wir dürfen es jetzt auch nicht zu sehr in die Negativität reden, weil ganz ehrlich, Marvin hat es ganz am Anfang der Sendung gesagt, es ist auf jeden Fall ein bewegter Transfersommer gewesen, wo wirklich viele, viele Spieler gekommen sind, wo bei jedem Einzelnen wir in den vergangenen Jahren gesagt hätten, Alter, geil. Mhm. So, und da kam ziemlich viel auf einmal. Also man muss aufpassen, dass man das nicht aufhört zu schätzen zu wissen, weil jeder Transfer für sich ist einfach auch schon geil. So, Marmouche ist ein geiler Transfer, Gangkamp ist ein geiler Transfer, Olason ist ein geiler Transfer. Ja, ja. Also, dass ihr Bimbe fest verpflichtet werden konnte und so weiter und so fort. Skiri haben wir auch schon gesagt. Also da sind schon geile Jungs dabei. Plus, das darf man auch nie vergessen, es gibt halt viele, die jetzt in ihr zweites Jahr hier gehen, wo man sagen kann, okay, vielleicht ist auch der ein oder andere, den wir nicht so auf der Karte haben, der jetzt richtig vorwärts gehen wird. Also wer weiß, also gucken wir mal. Also ich habe auf jeden Fall Bock auf die Saison und es gab schon wirklich gerade, wenn wir hier auf den Eintracht-Podcast zurückblicken, Saisons, wo wir wirklich, wirklich, wirklich sorgenvoller
auf Saisonstarts geblickt haben. Das ist leider richtig, ja. Ja, ich meine, das ist vollkommen richtig und das finde ich auch gut, dass du das nochmal erwähnst. Für mich ist es halt einfach nur so, es sind halt gerade sehr, sehr viele Variablen. Wir haben absolut einen mega interessanten Transfersommer gehabt bislang mit richtig tollen Spielern. Belegt ja, welches Regal da mittlerweile angefasst wurde. Vor 4 Jahren hätten wir nur mit den Ohren geschlackert. Da wäre ja auch so, und ehrlich gesagt, ne, wäre so ein Transfer, der übrigens auch nicht nach, also der ist nicht positiv genug zu bewerten, dass wir jemanden wie Jesse Nankam dann bekommen überhaupt, der wirklich ein krasser Perspektivspieler ist. Das ist alles nicht selbstverständlich. Der Typ ist 23, U-Nationalspieler gewesen. Das ist wirklich, das ist alles und alles Spiele aus einem Regal, wo du denkst, krass. Und dann gilt sogar noch ein paar Nummern drüber. So, wir haben richtig gute Leute, aber die Sache ist halt, deswegen sage ich es, mir ist halt eine Einspielphase so unfassbar wichtig. Ja. Und dadurch wird halt viel aus diesem Rhythmus rausgenommen, weil es ist auch so, wir haben einen neuen Trainer, der hat eine neue Philosophie, das muss ich alles erstmal einspielen. Deswegen sage ich es auch jetzt am Anfang, wenn die ersten Spiele nicht alle so hoch laufen, dass die Eintracht jeden Gegner 5-0 wegrohrt, bisschen Gemach, ne? Die Eintracht muss erstmal da reinkommen. Wir müssen genauso, wie wir jedem Menschen erstmal die Zeit geben, sich zu akklimatisieren, auch diesen Spielern, die gerade neuen Spielern, vielen Spielern erstmal diese Zeit geben, an der Eintracht zu wachsen, auch dem Trainer. Der Trainer muss erstmal sehen, in welche Richtung das geht. Du hast zum Glück ein paar feste Fixpunkte in der Mannschaft. Das ist ein Kevin Trapp. Das wird auch immer noch, je nachdem, wie oft er spielt, auch ein Rode sein. Das ist Stand jetzt ein Kolo Muani. Das ist natürlich aber auch jetzt schon, der hier natürlich jetzt als einer der Älteren, ne, in Anführungsstrichen, Mario Götze. Das sind diese Spieler, die definitiv jetzt dir diese Sicherheit bringen. Und Skiri, über den wir gerade schon gesprochen haben, der tut ja jetzt schon so, als würde er schon seit Jahrhunderten bei der Eintracht spielen. Und das ist natürlich das ist ein großer Wert, den wir natürlich sehen. Das ist unfassbar, ne? Dass der hat so eine Ruhe, so eine Sicherheit. Aber das sind so ein paar Spiele, an denen wirst du dich schon aufziehen können. Ein Tuta wird natürlich auch eine Rolle spielen. Mal gucken. Aber dann muss da einiges wachsen. Ja, du hast vollkommen recht. Also diese Einspielphase ist wahnsinnig wichtig. Und man hat ja jetzt bei den Testspielen schon gesehen, dass da nicht alles so rund lief, ist immer die Frage, wie hoch sind so Testspiele zu bewerten, aber ne, du hast halt schon einfach gemerkt, dass da neue Spieler drin sind, die reinkommen müssen, dass aber auch für die vorhandenen Spieler einfach durch das andere Spielsystem, durch die andere Anforderungen, die der Trainer da jetzt hat, dann natürlich auch nochmal irgendwie so eine Umstellung drin ist. Also diese Einspielphase ist, glaube ich, gar nicht, darf man wirklich nicht zu gering bewerten, und die zieht sich halt jetzt leider auch bedingt dadurch, dass der ein oder andere Spieler, wie zum Beispiel Robin Koch, ja auch verletzungsbedingt jetzt erst ganz am Ende eingestiegen ist, wird die sich, wie du richtig gesagt hast, Marvin, in die Liga, in den Pokal noch so ein bisschen reinziehen. Also ich glaube, so ab dem 6., 7., 8. Spiel haben wir dann wirklich auch so ein bisschen mehr Routine dann einfach auch drin. Definitiv. Oder wie bewertet ihr die Vorbereitung? Ich hatte jetzt gesagt, Testspiele waren sehr unterschiedlich von der Qualität. Basti, du hattest ja sogar das Glück, dass du das eine live kommentieren durftest. Wie ist so dein Eindruck von den Testspielen? Oder sagst du, Testspiel ist egal, da kannst du sowieso nicht für voll nehmen? Ja, das ist genau das. Also dieses ganze Gelaber und Vorbereitung ist gut gelaufen. Also ich weiß nicht, ob es da mal eine Stadt, ob jemand sich mal die Mühe machen kann. Vielleicht Khaled Nahar, liebe Grüße. Ab wenn Vorbereitungen gut gelaufen sind, wie gut es dann wirklich war, und umgekehrt genau das Gleiche ist. Jetzt mal alle, Basti, jetzt mal ganz ehrlich, hat denn irgendjemand mal irgendwo gesagt, ne, die Vorbereitung ist scheiße gelaufen? Also, wenn nicht irgendwas wirklich ins Wasser gefallen ist, weil sinnflutartige Regenfälle ein Trainingslager weggeschwemmt haben, war doch immer überall, bei jedem Verein, ja, Vorbereitung ist gut gelaufen. Ja, wir haben viele Ergebnisse, oder dann hast du Testspielergebnisse, ne? Wo die Fans schon nach 3 Testspielen den Trainer raushaben wollen, weil du irgendwie nicht gewinnst, und es ist völlig wurscht. Also es ist wirklich wurscht, weil im Endeffekt wissen wir auch alle, dass du kannst im Fußball so viel planen, wie du willst. Im Endeffekt brauchst du auch Glück mit dem Spielplan, das darf man auch nie vergessen. Und du brauchst halt auch ein bisschen Glück am Anfang, dass du in so einen Flow reinkommst. Also nochmal, Fußball ist trotzdem immer noch zu 30-40% auch Zufall. So, und dann sind wir wirklich jetzt gerade in der Situation, wie Marvin es gesagt hat. Ich glaube, das Überschrift ist, dass es sehr viele Variablen gibt, plus die Variablen, die der Fußball sowieso bietet. Also die Voraussetzungen sind gut, glaube ich. Es ist nichts, wo ich jetzt hier in der Vorbereitung Alarm schlagen würde, außer die Geschwindigkeit auf den Außen.
Aber selbst da werden wir nicht in Abstiegsnot geraten. Alles, was Sie hier diskutieren, ist niemals elementar, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass die Eintracht ein positives Bild abgeben wird. Aber Marvin hat auch was Wichtiges gesagt. Selbst unser Trainer ist jetzt bei seiner ersten krassen Station und wird auch nicht von 0 auf 100 gleich alles richtig machen. Klar kann es passieren, dass sich das verselbstständigt, aber es kann auch sein, dass die Nur-Top-Männer seine volle Wirkmacht erst nächstes Jahr entfaltet. Mhm. Und da müssen wir alle geduldig sein, auch glaube ich ein bisschen. Es kann sein. Vielleicht müssen wir es nicht. Vielleicht geht es auch richtig vorwärts. Das kann auch immer passieren. Aber meine Güte, so. Also ich hoffe sehr, dass diese ganze Europapokal und alle möglichen Sachen viel Dankbarkeit und Geduld in den einen oder anderen Fan gespielt haben, dass wir hier bitte nicht nach 5 Spieltagen schon Trainerdiskussion haben. Ja. Ganz wichtig, weil es ist, ich weiß, ich merke das Umfeld, ist auch, es ist ein Umfeld, ist angespannt, freudig natürlich, auch alles, mittlerweile wird auch jeder Reservist, wenn er irgendwie zur Eintracht wechselt oder jeder U-Spieler so bis zum geht nicht mehr gehypt, dass du denkst, das kommt der Nationalspieler, das, also ja, ist auch natürlich ein... Das tut, natürlich da tut man noch auch keinen Gefallen. Nee, ich glaube, Ali Akman ist auch kein Gefallen getan ja, worden, dass, wenn ich überlege, wie der bei Twitter gehypt wurde, genau, wenn der bei Twitter gehypt wurde. So, wie kann man den dann verleihen? Ein wuseliger Stürmer. Abwarten, einfach chillt. Lass den Leuten auch mal. Es kann wirklich auch sein, dass so Leute wie Larsson einfach erst nächstes Jahr relevant werden. Das hatten wir doch auch schon oft. So Haller, Jovic und so. Wann kamen die denn? Rebic auch. So, ich weiß noch, dass als Rebic kam, waren Marvin und ich die einzigen, die was in Rebic gesehen haben. Alle anderen haben gesagt, was ist denn das für ein miese Peter? Der kommt von RB Leipzig, bla bla. So, der Rest ist History. Ich glaube, dass wir da wirklich auch so ein bisschen immer wieder darauf hinweisen müssen, auch wenn ich es nicht verstehe. Das wird nicht alles von vornherein funktionieren. Und dieses ganze Gehype, was Marvin gesagt hat, Marvin, bitte, für mich immer noch der Hype-King ist Aydin Rustić. Also, erinnere dich. So. Oh ja. Gott, ja. Und es tut einem auch schon leid, weil der Spieler ja objektiv nicht schlecht ist. Aber das ist auch so ein typischer Spieler. Die Eintracht ist schneller gewachsen als er und dann hat es halt nicht gepasst. Und yo, es ist doch genau das. Du tust dem Spiel auch keinen Gefallen. Ja. Und es ist ja auch meistens dann so, wenn die Spieler, die spielen, irgendwie nicht performen, ja, dann musst du halt mal den spielen lassen. So, ich mache das ja auch mit Alario, aber da geht es mir eigentlich nicht um den Spieler, sondern eher um den Spielertyp. Mhm. Also wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es wichtig ist, dass man zumindest, ich will hier keine Euphorie bremsen, weil ich habe selber richtig Bock und sehr viel Fantasie, was die einzelnen Spieler betrifft. Trotzdem, dass die Leute es im System haben, dass sie immer noch Eintracht Frankfurt sind und ich finde, Gladbach ist ein warnendes Beispiel, wie du auch mit einem nominell guten Kader, mit sehr, sehr guter Arbeit in den vergangenen Jahren einfach mal 2, 3 graue Jahre haben kannst, weil du dich halt mal auf dem Transfermarkt vergreifst oder weil du Verletzungspech hast oder. Und das liegt in der Natur der Sache von Vereinen wie Eintracht Frankfurt, dass das halt auch ein bisschen wackeliger ist als bei Vereinen, die halt, wenn es wackelt, einfach unglaublich viel Geld nachblasen können. Guck dir die Bayern an, ne? Die jetzt seit Monaten gefühlt an Harry Kane dran sind und ich würde. Ja, aber das ist doch auch so ein, das ist doch auch wieder so ein Phantom-Ding. Naja, das Ding ist aber, sie haben ja das Geld und das ist halt das Krasse, ne? Dass halt die Bayern an Leck an Kreativität, was sie haben, halt dadurch wettmachen, dass sie halt irgendwie Geld auf die Tasche, aus der Tasche holen und sagen, ja gut, wer ist ein guter Stürmer? Ja, der Harry Kane, ja, der ist ein guter, ja, da können wir mal verpflichten. Und dann verpflichten den halt für über 100 Millionen und hauen dem wahrscheinlich sonst so viel pro ne? Ja, wenn es klappt. Ich hoffe immer noch, dass er gar keinen Bock hat. Das wäre lustig einfach, wenn die sich da jetzt wochenlang mit abgemüht haben und Uli hat hier den Besitzer von Tottenham verärgert, weil er da irgendwie gedacht hat, er kann 90er Jahre mäßig einen Transfer ermotzen. Dann schafft er es irgendwie. So, als tut mir leid, ihr habt so alles Geld von Adidas. Und am Ende sagt Harry Kane, no thanks. Ich stell mir so ein bisschen so vor, dass Levi und Harry Kane eigentlich jeden Abend zusammensitzen, so in so einer Motto. Genau. Okay, alles bitte, klar, guck mal. Bitte verlangen mehr, ich will da nicht hin. Ich habe aus Versehen besoffen zugesagt. Genau, die werden dann nicht 130 zahlen. Diese Summe werden die doch niemals bezahlen. Nee, das werden die nicht bezahlen. Okay, komm, dann sagen wir den Betrag und dann werden die schon abwinken. Und dann bezahlen die den so, scheiße, jetzt machen die das. dann sagt Levi zu Harry Kane, gut, jetzt musst du es regeln, Digga. Ja, jetzt rufst du hier den verrückten Ulrich an, Alter. Ich habe keinen Bock mehr, mit dem zu sprechen. Was soll ich denn da jetzt machen? Ist so eine geil. Frechheit, wie ich mit dem FC Bayern umgegangen wurde. So alt. Ja, am Ende lachen wir hier, am Ende holen die deswegen Moani. Ja, ich hab's ja, das ist halt auch ein anderes Thema, ja. Hassmode, Alter.
Ja, man muss dann auch passen. Und doch Trapp auch noch, Alter. Ja, aber ich habe es letzte Woche ja im Spaß dann geschrieben, ne, wo ich dann gesagt habe, ja, am Ende, jetzt haben die, weil die haben immer noch keinen, jetzt haben immer noch keinen Torhüter, ne, weil den auf, jetzt haben sie den Jan Sommer da irgendwie weggeekelt und jetzt ist dann, sehe ich so, ja, naja, wir haben Entschuldigung, also, immer, wegen meinen Beinen nochmal, es ist immer noch nicht frei. Oh, ist ja auch schon bald wieder Saison, also. Ich weiß ach, ja nicht. Sie meinten diese Saison, ich meinte nächstes Jahr, bin ich wieder. Ja. Da haben wir hier im Kalenderjahr und Saisonjahr miteinander vorbeigeredet. Alles klar. Sven Ulreich und Choupo-Moting starten für den FC Bayern im Supercup. Noch lachen wir, noch lachen ja, wir. Nein, das wird uns im Hals stecken bleiben. Ja, ja. Die Befürchtung habe ich auch, deswegen kann ich da gerade nicht so richtig mitlachen, weil auch. Ja, man muss lachen, solange es geht, René. Ja. Ach, keine Ahnung. Es bleibt spannend. Ich meine, wir sind ja jetzt den Kader durchgegangen, du hast ja schon gesehen, so, es gibt große Diskussionen, es gibt kleine Diskussionen, es gibt keine Diskussionen, also es ist alles dabei. Ja, das ist so. Wird spannend. Das wird auf jeden Fall ein fester Programmpunkt in den Sendungen hier bei uns in den nächsten Wochen leider werden, bis dann endlich am 1. September um 18 Uhr hier der Hammer fällt und hoffentlich dann auch direkt sämtliche Faxgeräte abgeschaltet werden. Wobei, ne, geht ja immer aufnehmende Liga, dann hast du ja wieder das Thema, dass es dann ja noch einzelne Ligen gibt, die dann bis 24 Uhr und so weiter ist. Ja. Ich hoffe immer noch eklig. Schnellstmöglich Alario-Transfer für ganz viel Geld nach Saudi-Arabien. Bitte. Ja. 36 Millionen Euro. Ja, wobei meinst du, die werden noch nicht so viel Ablöse zahlen, die werden halt einfach irgendwie dem ordentlich Gehalt bezahlen, weswegen er das Angebot da nicht ablehnen kann, aber mehr als die 6 Millionen kriegen wir doch da nicht raus. Alter René, wenn das jemand macht und wir müssen das Gehalt nicht weiterzahlen von Alario und kriegen auch noch die 6 Millionen wieder. Ja klar, wenn du das reinrechnest, dann hast du wahrscheinlich unterm Strich irgendwie 20 Millionen, mit denen du arbeiten kannst. Willst du denn mehr? Also ganz ehrlich, sofort. Ja, ich stelle das ja gar nicht in Frage. Ich würde das auch sofort machen. Ja. Wahrscheinlich auch ohne Ablösesumme reicht es schon, wenn du den vom Gehaltsding runterkriegst. Hier Ulrich, Alter, wenn es mit dem Harry nicht klappt, dann holst du den Lukas. Auch ein Mittelstürmer. Ja, ohne Scheiß. Wie gesagt, die Kolo-Muani-B-Lösung wird beim FC Bayern weiter diskutiert, habe ich gerade gelesen. Also insofern, B-Lösung, du kriegst auch richtig viel. Da hätte ich als Moani aber auch schon keinen Bock, dass du dann einfach nur noch die B-Lösung bist. Der hat auch keinen Bock. Ich glaube, der will wirklich gar nicht zu den Bayern. Also ich habe nirgendwo gehört, dass da irgendjemand richtig hyped ist wegen ganz Bayern. Ehrlich, würde ich auch nicht, wenn ich Moani wäre, nach dem, was Mané da erlebt hat, dass die den geholt haben, würde Mosadi ist ein Mittelstürmer. Dann holen die jetzt in der anderen auch ein Mittelstürmer und dann merken, sind gar kein Mittelstürmer. Und dann, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob ich aktuell nach den Geschehnissen da in den letzten Jahren fast schon zum FC Bayern gehen würde, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es gibt professionell geführtere Vereine, die mehr zahlen. Also natürlich ist der FC Bayern ein Verein, der immer noch relativ viel Geld hat, aber die Strukturen, da holen andere auf und dann muss man natürlich in einem gewissen Maße auch schon sagen, dass die Eintracht riesige Schritte tut, gerade im Jugendbereich, gerade im Bereich, wenn es darum geht, beispielsweise auch die Infrastruktur, da sieht es besser aus, da hatten wir wahrscheinlich auch mehr Platz, beim FC Bayern sieht es aus wie irgendwie so ein Disneyland der 60er Jahre irgendwie mittlerweile, wenn du da mal hingehst, denkst du auch alles, also ganz schön klein geworden oder so, ja. Da hilft es auch nicht, wenn so ein Plättigol da immer rumläuft und so weiter und so fort, die neuesten Transfers verkündet. Also ich glaube, da die Zeit läuft da so ab, allein weil auch halt ein Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge plötzlich wieder am Start sind. Also meine Güte, wir haben 2023, ne? Und da würde ich auch eher als internationale Stürmer, der Stammspieler auch Potenzial hat, schon in einer französischen Nationalmannschaft, da würde ich mir auch was anderes ausgucken. Also da wäre Real interessanter, da gibt es viele interessantere Nummern, aber wie gesagt, ich gehe fest davon aus, wenn Kolo Muani dann nicht innerhalb Deutschlands wechselt, da gehe ich ziemlich fest von aus. Hoffentlich. Ehrlich gesagt, wenn ich Harry Kane wäre, würde ich auch zu Real Madrid lieber gehen. An José Lu wird er schon vorbeikommen. Ich denke auch, dass der an José Lu und er wäre dann, weiß nicht, ob er der nächste Engländer nach David Beckham oder hat zwischenzeitlich mal eingegeben, ich weiß es nicht. Aber man könnte zumindest so framen. Ja. Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es auch gerade nicht. Es gab ja Gareth Bale, aber der war natürlich kein britischer Waliser. Genau.
Englischer. Mhm, genau. Die haben gute und schlechte Erfahrungen mit Engländern gemacht, dort, wenn man an den völlig überteuerten Woodgate denkt. Owen Hargreaves, wo war der denn? War Owen Hargreaves? Der war bei Manchester United. Ja, genau, das hat mich auch gewundert. Ja. Ja, ja. Aber gut, die hatten auch Beckham, ja. Ja. Ja, und jetzt halt Bellingham. Ach, stimmt. Okay. Sehr gut, Marvin, das ist einfach den obvious Ding. Den obvious Engländer. Ja. Ja, gut, ist jetzt aber auch jetzt noch relativ frisch. Ja. Genau. Aber gut, ich glaube, Transfergebubble haben wir jetzt einigermaßen abgehandelt. Yes. Kader ehrlich gesagt auch. Mhm, Kader auch. Kader auch, genau. Und dann können wir eigentlich jetzt schon zum nächsten Programmpunkt kommen. Nämlich Basti hat ja gerade eben gesagt, es ist auch immer so ein bisschen abhängig vom Spielplan und vom Glück im Spielplan. Wie viel Glück haben wir denn mit Lok Leipzig in der ersten Runde DFB-Pokal, Basti? Ja, ist so gut. Ist glaube ich, ein unterklassiger Gegner, was immer gut ist. Aber auch einer, wo sehr viel Druck auf den Kessel ist, dass du dieses Spiel nicht verharmlosend annehmen wirst. Eigentlich ist es okay, aber gut. Jetzt, wenn Leute mir widersprechen wollen, würden sie mich an Waldhof Mannheim erinnern. Also von daher, schauen wir mal. Aber meine Güte, also ich glaube zum Beispiel, der FC Köln hat es schlimmer erwischt. Ich würde ungern nach Osnabrück fahren an einem Montagabend. Das ist leider richtig, ja. Ja, ich finde, es ist halt ein krass unangenehmer Gegner, ne? Also natürlich auch wird die Fansituation, ich sag mal, bestimmt rustikal, um es mal so zu umschreiben, ja. Es ist tatsächlich unangenehm, ist sehr nett formuliert, auch außerhalb des Platz. Ja, definitiv. Also ich weiß. Unangenehm. Ist jetzt auch tatsächlich nicht der größte Zufall, dass es an einem Sonntag wahrscheinlich stattfindet, ne? Also 15.30 Uhr. Es ist auch irgendwie ein bisschen ärgerlich, ne? Ich meine, naja, dass auch der FSV ja auch an einem Sonntag spielt, gut für die. Aber das ist auch schon interessant. FSV, da kommen die Rostocker, wir müssen nach Leipzig zur Lok. Also ja, ist auf jeden Fall viel geboten an diesem Sonntag. Ich würde mal halt behaupten, dass es echt eine taffe Aufgabe ist, aber der Eintracht muss. Da gibt es für mich auch keine Ausreden, ne? Du musst auch hier ganz neutral, sachlich das Spiel runterspielen. Also, da kriegst du vielleicht ein, zwei Gegentore, wenn du unkonzentriert bist, aber du musst den halt, du musst ganz klar weiterkommen. Es ist aber gleich ein Test. Es ist gleich ein ehrlicher, ein harter Test. Und ich glaube, das ist ganz gut, um die erste Einschwörung der Mannschaft mal reinzubekommen. Ich glaube, das Gegenbeispiel zu Mannheim ist ja Magdeburg. Also, das war ja ähnlich. Aha. Da hast du ja auch einen Spieler, wo du dachtest, uiuiui, was erwartet uns da für einen Hexenkessel? Ja. Und länger will ich darüber nicht sprechen, weil ich jetzt an den Doppelpass von Mario Götze und Philipp Kostic denken muss. Ja, okay. Ja. Kurze Momente der Greatness, ja. Ja. Was glaubt ihr denn, startaufstellungstechnisch, exakt die gleiche Runde wie gegen Nottingham? Ja. Wahrscheinlich. Und wenn es dann das, wenn das eintritt, was Marvin gesagt hat, kommt halt Rode für Ebimbe und dann regelt er es wieder. Ja, ich gehe, glaube ich, sogar da auch davon aus, dass er Rode spielt, ne? Ja. Als Skiri oder als Ebimbe. Nee, als Ebimbe? Skiri, nee, Skiri ist Skiri komplett. Skiri wird er immer spielen. Ja. Okay. Ja, also Skiri wird so der neue So eigentlich oder noch sicherer als, also von der Regelmäßigkeit des Spiels. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass der jetzt schon so fest eingeplant ist, dass sich da gar nichts tut. Genau. Und ansonsten, ja, ich glaube, wie du es gesagt hast, die Elf wird einigermaßen gleich aussehen. Ich gehe davon aus, dass man ja mit Buta auch startet, mit Max startet und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal. Koch muss jetzt reinkommen. Das ist ein gutes Spiel für Koch, jetzt auch diese Emotionalität jetzt mal anzunehmen. Mhm. Wenn er es schafft, gegen Lok vielleicht den ein oder anderen Leipzig-Spieler mal ein bisschen von der Seite umzuhauen oder so, um dann die Eintracht-Fans mal auf seine Seite zu bekommen, kann es schon Wunder wirken. Mhm. Mit Pacho hast du einen Spieler, der bei dem ich glaube, dass wir noch echt auch Freude an ihm haben werden, der auch noch ein bisschen reinkommen muss. Und Tuta ist halt auch, glaube ich, aktuell auch jetzt ein Spieler, der mit Trapp halt alleine durch die Erfahrung jetzt noch mal ganz gut klarkommt, ja, und dann ist es so. Aber ne, stell mal vor, du behältst diese Mannschaft bei, ja, dann hast du die drei nominellen 1A-Verteidiger, ja, und also da eigentlich bin ich nichts anfangen, aber doch schon ein bisschen dürr dann, wenn da mal einer ausfällt. Aber gut, ich will nicht wieder anfangen, ich will einfach nur, dass die Eintracht es schafft, in diese Saison
Hasebe nicht mehr als 5-mal einzusetzen. Also in der Liga. Das muss wirklich das Ziel sein. Der Typ ist 39 Jahre alt. Jetzt wird's auch langsam mal Zeit, dass die Eintracht Optionen findet, um ihn adäquat zu ersetzen. Weil es kann nicht sein, dass wir als Bundesliga-Verein, gehobener Bundesliga-Verein, immer noch diesen wunderbaren Fußballer, aber trotzdem halt in einem gehobenen Alter einsetzen müssen. Aber ansonsten, wie gesagt, bleibt es dabei. Ich glaube, keine großartige Änderung. Das ist doch gut. Ich wäre auch vollkommen fein mit der Aufstellung. Also es wäre auch tatsächlich bis auf die Außenbahnpositionen wäre das auch tatsächlich so exakt meine erste Elf, die ich eigentlich permanent spielen lassen wollen würde, was am Ende des Tages nicht funktionieren wird, aber ich glaube schon, dass das so die optimale Lösung auch einfach ist. Schauen wir mal. Was ist denn euer Ergebnistipp für den Sonntag? Marvin, du stehst hier zuerst in der Liste, deswegen darfst du anfangen. Ja, du, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich sage, wir einfach mal 5-2 für die Eintracht. Okay. Gut. Basti, bist du da ähnlich euphorisch? 0-2. Tatsächlich keine Tore, okay. Ich glaube schon, dass wir ein Tor kriegen, aber auch deutlich mehr schießen. Ich hätte jetzt gesagt, mit ein bisschen mehr Abstand, so ein 1-3 wäre für mich schon irgendwie, also 3-1 für die Eintracht wäre schon das Ergebnis. Ja. Dann hätten wir die erste Runde rum und können uns dann auf das erste Bundesligaspiel konzentrieren, über das wir dann nächste Woche sprechen werden, wenn wir hoffentlich in diesem Pokal die Runde weitergekommen sind. Dann werden wir uns mit dem Erstspielgegner, den Darmstädtern, dann tatsächlich beschäftigen. Eigentlich auch, vielleicht das noch kurz, ein sehr angenehm, wie ich finde, Spielplan da bekommen. Jetzt mit Darmstadt im ersten Spiel, Mainz, Köln. Also ich glaube schon, dass wir da ein bisschen, glaube ich, einen guten Start in die Liga haben. Oder seht ihr das kritischer? Das ist auch so Makulatur. Also es kann halt auch genau ins Gegenteil verkehren, dass du gegen die vermeintlich leichten Gegner dann ein bisschen struggles, weil du noch nie eingespielt bist und dann hast du die Brocken vor der Brust. Ja, mir ging es jetzt gar nicht um leicht, sondern schon auch Spiele, wo halt auch direkt irgendwie ein bisschen Stimmung irgendwie drin ist. Ja, das war eher das, was ich meinte. Ja, gut, das ist klar. Hast du vollkommen recht. Also das ist schon geil. Also das ist mega nice. Es ist definitiv so, dass du Emotionalität gleich drin hast gegen Darmstadt. Das ist ja ein Selbstläufer so. Ne? Ich hoffe, dass wir relativ zeitnah jetzt wirklich alle Plätze auch verfügbar haben. Da habe ich jetzt zuletzt gehört, dass es jetzt, ich weiß jetzt nicht, was jetzt der offizielle Stand ist, aber es könnte sein, dass jetzt gegen Darmstadt noch nicht alle Plätze so zur Verfügung stehen, weil es noch kleinere Umbaumaßnahmen irgendwie oder der Umbau noch nicht komplett ist. Ich hoffe, dass das jetzt zeitnah wirklich auch so fix wird. Das ist halt, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ne, damit die, wir haben ja jetzt eine Anhebung des Zuschauerschnittes dann dadurch, aber dass halt alle auf ihre Plätze kommen, das wäre wichtig. Und ansonsten, dann kann es rund gehen. Dann ist Darmstadt ein geiler Gegner, du hast gegen Mainz. Das Gute ist, wir sagen, wir sind nicht eingespielt. Das geht den anderen ja nicht anders. Also Darmstadt hat jetzt auch keine herausragende Vorbereitung gespielt. So, ne? Die jetzt werden durch die Welle der Euphorie getragen, durch den Aufstieg, die haben mit dem Trainer verlängert. Die sind nominell aber jetzt nicht unfassbar viel besser als der Kader in der zweiten Liga. Es war, also das heißt, da ist wirklich viel möglich. Natürlich ist ein unangenehmer Gegner, aber wir haben es auch gesehen in der letzten Pokalsaison, haben wir zu Hause auch gegen Darmstadt klar gewonnen. Das ist gut, das war die Qualität, die wir auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder auf den Platz bekommen können. Und dann bin ich optimistisch, dass die ersten Spiele gut laufen. Aber ich warne davor, wenn es nicht hundertprozentig gut läuft, sondern nicht wir nicht beispielsweise 6 Punkte aus den ersten beiden Spielen haben, sondern nur 2 Punkte, dann ist es auch nicht schlimm. Die Eintracht weiß, was sie auf den Platz bringen kann, aber sie muss vielleicht diese Zeit auch noch ein bisschen bekommen. Trotzdem bin ich optimistisch und zwischendrin spielen wir natürlich auch wieder im Europapokal. Das ist auch nicht schlecht. Genau, aber damit beschäftigen wir uns dann, wenn es soweit ist. Da laufen ja aktuell noch Spiele aus der letzten Qualifikationsrunde, bevor es dann da in die Playoffs geht. Von daher beschäftigen wir uns da jetzt erstmal noch nicht mit. Das werden wir dann zu gegebener Zeit dann tun, wenn dann da auch klar ist, gegen wen wir dann da spielen. Und dann können wir auch mal die Frage stellen, wer denn vielleicht wohin reist etc. Also von daher, damit beschäftigen wir uns dann, wenn es soweit ist. Jetzt freuen wir uns erstmal drauf, dass diese Pflichtspielsaison wieder losgeht. Dass die Eintracht dann am Sonntag in den DFB-Pokal einsteigt und wir in der nächsten Woche dann über die Bundesliga reden. Ich würde sagen, damit machen wir dann den Sack für diese Woche zu
und melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder, sehr wahrscheinlich dann am Dienstagabend. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.